Und willkommen zu einem Angespielt von Autonauts. Autonauts ist so ein, nennen wir es mal, Crafting-Spiel. Sieht es hier schon an der Grafik her. Man kann Roboter bauen, die dann verschiedene Aufträge für einen erledigen, die man aber vorher einprogrammieren muss, soweit ich das in Erinnerung habe. Das Spiel gibt es auf itch.io. Der Link ist unten in der Beschreibung, wenn es jemand interessieren sollte. Ist kostenlos dort. Es sei denn, man möchte den Entwickler unterstützen, man gibt dann entsprechend einen Preis an beim Runterladen, aber man kann es auch so runterladen, ohne dass man irgendwas bezahlen muss. Kann natürlich passieren, dass es ab und zu mal ein bisschen hängt, vor allem wenn ich jetzt das Menü öffne. Okay, hat nicht gehängt. Hier hat man natürlich verschiedene Sachen, die man bauen kann. Alles natürlich noch auf Englisch. General Storage sollte ja eigentlich klar sein, was damit gemeint ist, ne? Lagerhalle und sowas. Das hier wird wahrscheinlich dann für Bäume sein, die da drüben wachsen. Denke ich mal. Sägewerk kann man natürlich auch bauen. Aber um das Sägewerk zu platzieren, sieht man ja, ist rot. Braucht man. Na, wo haben wir den Flur? Hier gab es da mal einen Flur, einen Boden, den man setzen kann. Oder verwechsel ich jetzt irgendwas? Fencing? Nein, das war Zaun. Steinpfad? Auch nicht. Ah, ich hab's gleich. Ich find's noch irgendwann. Auch nicht. Na gut, dann finde ich's halt nicht. Aber wie gesagt, eigentlich kann man die Roboter bauen und sowas. Man kann natürlich hier am Anfang erstmal hier linksklick, kann man selbst hier die Sachen herstellen. Na, Axt zum Beispiel, um dann selbst die Bäume zu bauen. Das Spiel wird natürlich hier mit Linksklick, wie man hier sieht. Kamera steuern ist mit WASD. Pfeiltasten gehen nicht, gerade probiert. Nein, hier auf den Baum draufhauen, bis er umfällt. Gibt natürlich auch Setzlinge, die man dann wieder Linksklick aufheben. Hätte ich jetzt natürlich eine Schaufel, die ich natürlich jetzt ein Loch grabe und den Baum dann wieder reinsetzen, damit er wieder nachwächst. Auf dem Holzstamm kann man natürlich auch noch drauf haben, damit man da Bretter bekommt. Man kann auch den Holzstamm so nehmen. Braucht man ja gerne mal. So, bauen wir mal ein Storage hin. Der braucht vier Planken, Bretter, wie auch immer. Nein, so soll es da nicht. Naja, jetzt hast du Stöcke hergestellt. Sehr gut. Leg dein Herz weg, bevor da noch irgendwelche Missgeschicke passieren. Na, rechtsklick, rechtsklick. Ein Busch. Natürlich, wenn einmal draufklickt, reicht, dann macht das dann automatisch. So, leg dein Herz wieder weg. Nicht, dass du wieder Dummheiten damit machst. Nimm die zwei Bretter, bring sie da ein. So, dadurch hast du es gebaut. Soweit ich mich erinnern kann, kann jeder General Storage nur eine Sache lagern. Wie man ja sieht, geht nur eine Sache rein, da jetzt da die Bretter drin sind, gehen natürlich nur die Bretter dort rein. Aber trotzdem möchte ich mich mal. Ah, simple Flooring. Sagt das doch mal jemand zu mir. Die dann zuerst setzen, dementsprechend natürlich dann jetzt aufbauen mit jeweils zwei Loks. Dann kann man sich das Sägewerk hinsetzen, dann kann man auch verschiedene Produktionen machen. Wie gesagt, es gibt auch Roboter. Je nach Stufe sind sie besser dabei. Ich könnte schwören, dass ich irgendwas im Zimmer gehört habe. Seltsame Geräusche auf jeden Fall hier. Egal. Je nach Stufe ist es natürlich dann besser dran, könnte es natürlich auch mehr speichern. Das muss man natürlich hier noch beibringen, indem man jetzt sagt, zum Beispiel hier programmieren, laufe nach dort, fälle den Baum. Und der zweite Roboter bringt dann eben den Baum hierher. Der dritte Roboter baut hier, gräbt hier die Löcher, pflanzt die Bäume rein. Und so weiter schafft man dann automatisch Holzfluss, Verarbeitung. Aber ich hoffe mal, dass ich das noch zeigen werde oder zeigen kann in der Folge, mit dem Roboter zumindest. So, da ist mir die Arzt gebunden. Ist ja noch alles verdunkelt, aber geht mal rein.
Nichts ist aufgedeckt. Zumindest hat die Kuh ihren Spaß am Gras zu fressen. So, dann haben wir ja schon mal Workbench, Basic Workshop. Lass mal den dahin, setzen wir die Workbench da irgendwo hin. Worker Assembler ist zum Beispiel die Maschine für den Roboter. Anfangs ist es ja noch relativ billig, was den ersten Roboter angeht. Dafür brauche ich jetzt zum Beispiel diese Sachen hier. Zwei Stücke habe ich ja schon. Zwei Planks und zwei Lots, aber dafür brauche ich ja auch erstmal wieder eine Axt. Erstmal wieder so herstellen. Das heißt dann auch drei Bäume fällen. Die zwei Lots kann ich ja schon mal hinbringen. Leider nicht so stark, dass er zwei Stämme tragen kann, aber wenn er auch genug Spinat essen würde, dann passt das. So, den Baum noch. Daraus dann die zwei Planks herstellen, die zwei Bretter. Die Roboter werden natürlich dann auch hier Werkzeuge brauchen, sie werden auch ihre Werkzeuge verbrauchen. Mit der Zeit, sowieso auch die Figur hier schafft. Jetzt sieht man ja schon, was man dafür brauchen würde. Einen normalen Roboter. Gut, Data. Was soll man das sein? So, naja. So weit habe ich noch nicht gespielt. Hier sieht man jedenfalls, was er brauchen würde für einen Groot Workerbot. So, ganz normales erstes Modell. Dafür brauche ich immer noch diese Sachen hier. Muss ich auch noch fertigstellen. Metal Saw Blade. Naja, das war ja klar, dass er was braucht. Metall. Stein, Stock und zwei Stämme. Vier Stück waren das, ne? Ja. Na, passt doch mit dem letzten Schlag, den letzten Baum gefällt. Stein kriegt man natürlich auch aus der entsprechenden Umgebung, zum Beispiel hier oben. Wenn es auch Stein ist, nicht, dass es nachher Wasser ist. Maximal vier Sachen kann er ja tragen von den leichteren. Wie man ja schon sieht. Immer dieses Böse. Ah, Wasser ist das. Steam, was da im Hintergrund kommt. Schauen wir mal, dass die vier Steine da reichen, wenn es überhaupt die richtigen Steine sind. Natürlich dann hier auch die Möglichkeit, verschiedene Sachen herzustellen, Werkzeuge und sowas. Oder eben auch das, was ich brauche für den Roboter da vorne. Das wäre dann jetzt zum Beispiel ein Brett. Aber dafür brauche ich ja wieder eine Axt. Ein Baum fällen. Ein Brett herstellen, was brauchst du dann noch? Du brauchst Plank und Pole. Gut, müssen doch ein paar Bäume mehr herhalten. Noch Zeit mit dem Roboter. Wobei, war eine Schau nur zu erstellen. Wenn man schon mal dabei ist. Die Axt wird ja auch nicht mehr so lange halten. So, vier Stück davon. Das heißt, die zwei umhauen. Beziehungsweise zerkleinern. Dann da zerkleinern. Den hier noch in Bretter umhauen, verwandeln. Und wieder einmal ab. Sehr passend. So, Bretter von dahin. Du kommst dann da oben hin. Die vier Stöcke kommen dann hier drüben hin.
Also schon der erste Roboter. So, drüber mal die Leertaste. Ist zum Auswählen des Roboters. So, gehen wir hier unten auf Teach. Sagen ihn zum Beispiel, es soll jetzt hier hochgehen, den Baum da fällen. Verdammt. Naja, ohne Axt ist das schlecht mit dem Baumfällen. So, kurz mal eine Axt herstellen. Außerdem mag ich Vorführeffekte. So, den Roboter melden. So, du gehst jetzt dahin zu dem Baum. Fällst den. Das wiederholst du. Kannst du hier unten auf Repeat gehen. Starten gehen. Gib mir hier noch auf Trade. Gib ihm die Axt. Damit er auch den Baum fällen kann. Und theoretisch müsste es jetzt auch machen. Automatisch. Bei den einfachen Robotern ist es noch so, dass man da einfach hingeht, wenn sie dann mit der Zeit die Zeit ihre Energie verloren haben, die dann wieder neu aufziehen. Dafür ist ja das Aufziehrädchen. Das kennt man ja noch von verschiedenen Stoffgruppen von damals und heute. Wie schon gesagt am Anfang, kann man jetzt noch einen Roboter hinstellen, der jetzt mit einer Schaufel hier die Löcher gräbt, die Setzlinge hier wieder pflanzt, mit der Bäume auch wieder nachwachsen, die Bäume wieder nachwachsen. Ein anderer könnte dann jetzt zum Beispiel dann die Stämme hier rüberbringen. Oder eben auch schon verarbeiten zu Holzplatten, die dann hier einlagern. Ein anderer könnte dann von hier dahin gehen und dann eben dort Sachen herstellen. Das war jetzt das Zeichen, dass er leer ist oder fast leer ist. Na komm. Jetzt einfach hingehen, aufziehen und schon fällt er wieder von vorne an. Wenn sein Netzwerk kaputt ist, dementsprechend ein neues herstellen. Es hat auf jeden Fall viele Möglichkeiten hier, was der Aufbau betrifft. Ist kostenlos auf Itch.io. Denke mal, der Entwickler hiervon wird seine Chance auch verdient haben. Mittlerweile ist es ja, oder zumindest aktuell, als ich das Video aufgenommen habe, Version 9 für Windows, Linux, Mac. Denkt man auch, dass da jeden Tag oder alle paar Tage oder einmal die Woche dann entsprechend die Updates kommen wird. Von daher aktuell Version 9. Ich hoffe mal, dass ich das Spiel soweit erklärt habe. Falls irgendwelche Fragen sein sollten, kann ja in den Kommentar geschrieben werden oder private Nachricht geschrieben werden. Ich antworte auf alles. Von daher, wenn es gefallen hat, wenn es interessant war, vielleicht kommen hier noch ein paar Folgen davon. Ich weiß es jetzt noch nicht. Ist ja erstmal nur ein Angespielt gewesen. Kann ja gerne ein Abo hinterlassen werden, kann auch gerne einen Kommentar hinterlassen werden. Und er ist schon wieder leer, zumindest kein Werkzeug mehr. Daumen nach oben, nach unten. Beides eine Bewerbung. Dann werde ich mal sagen, bevor der Roboter hinten fertig ist. So, jetzt ist er fertig. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.